Frohe Weihnachten, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Chuchu Charles ist heute das Programm. Wir werden heute die Chuchu Charles Poppy Playtime Edition mit allen möglichen Kreaturen dazu spielen. Es wird ein sehr, sehr langes Video. Also, falls ihr heute irgendwie Zeit habt und sagt so, oh Digga, ich habe eine halbe Stunde Langeweile, checkt euch gerne dieses Video rein. Und vor allem, Freunde, lasst zu Weihnachten ein Abo auf Ehre da und macht dem Denno seine 250.000 voll, die er sich dieses Jahr vorgenommen hat. Ein cooles Weihnachtsgeschenk, wenn wir es bis dahin schaffen. Ein Like nicht vergessen, viel Spaß, Kuss und wir gehen rein ins Video. Da wären wir auch schon. Ich muss mich vorher schon mal entschuldigen. Ihr seht schon, ich habe einen Schal, meine Haare nicht gemacht und so. Ich werde leider schon wieder krank und viele von euch wissen auch, was da momentan so ein bisschen dranhängt. Nämlich, Digga, was ist das denn? Huggy? Huggy? Du fährst mich hier... Was? Ich schwöre euch, Leute, ich wusste nicht, dass das passiert. Ich werde von Huggy Wuggy einfach auf die Insel gefahren, Digga. Okay, also, um nochmal kurz zurückzukommen. Ich bin dieses Quartal, also seit Oktober, das dritte oder vierte Mal schon krank. Wer von euch kann es fühlen? Hashtag krank in die Kommentare. Wer war auch so oft krank in letzter Zeit? Ich glaube, der Huggy hier ist auf jeden Fall auch, Digga, das muss echt ein Fehler gewesen sein, ne? Aber ist cool. Huggy, bring mich mal hinter, mein Bester. Zeig mir mal, was so läuft. Und ich habe gehört, dass Huggy Wuggy tatsächlich auch irgendwann noch ein Zug sein kann. Wir haben sehr viele Ideen für Mods. Also wir können selber Chuchu Charles noch spielen, wenn ihr Bock habt. Oder Thomas Train. Falls ihr Bock habt auf Chuchu Charles Content, es gibt ja auch noch einen Drittkanal von mir, DennoMeXXL. Ich weiß nicht, ob ihr den schon kennt. Wir haben da einige exklusive Streams gemacht und machen da auch exklusiven Content noch demnächst zu. Checkt den natürlich gerne mal aus. Der hat jetzt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo ich euch das erzähle, 15.000 Abonnenten. Ja, also den kennen auch nicht so viele, ne? Aber die Aufrufzahlen sind gut. Also mögen viele. So, wir müssen jetzt erstmal den Schlüssel besorgen, damit wir da reinkommen und unseren Zug halt fahren können. Und ich habe gehört, dass heute PJ Packepilla der Zug sein soll. Ich weiß auch noch nicht, wie das so alles läuft. Wir nehmen uns auf jeden Fall vor, das kann ich schon sagen, in dieser Spielreihe natürlich wieder alle Missionen zu machen und so weiter, damit wir da halt relativ gut auch vorankommen. Und ich denke mal, dass wir insgesamt 4 Folgen daraus machen werden, die ich bis Freitag oder Samstag Weihnachten komplett ausgestrahlt habe. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Bevor wir dann halt wirklich in die richtig brutalen Mods reingehen, ist klar. Jetzt aber erstmal Huggy zu meinem Zug. So, ich mache jetzt einfach erstmal die Tür hier auf chillig, so. Und wir gucken uns jetzt natürlich erstmal unseren Zug an, der übrigens voll mistig aussieht. Ich glaube, ich sollte mich hier drin ein bisschen irgendwie so umgucken, ne? Okay, machen wir mit dem Ding kurz ein bisschen rumspielen, man kennt ihn. Und der steht jetzt hier schon drin, ne? Was ist das hier eigentlich immer, Leute? Also bisher ganz cool. Ich bin bereit für eine Spritztour. Let it rock. Und ja, wir haben jetzt Huggy Wuggy hier auf jeden Fall. Bin mal gespannt, was passiert. Ah. Ach du Heiliger! PJ! Oh Gott! Huggy, mach doch was! Wir haben auf jeden Fall ein dickes Problem, Leute. Oh, PJ, pack Epilla der Zug! Oh Gott! PJ, lass doch Huggy in Ruhe! Digga, der hat den sowas von weggesnackt. Also, Huggy ist jetzt auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen dead, oder? Wollen wir da nochmal rüberfahren? Ich guck mal kurz. Huggy? Huggy, mein Bester! Lebst du noch? Digga, der redet ja noch. Oh mein Gott, Alter. Das wusste ich gar nicht, Leute. Dass der noch reden kann. Ich habe ihn tatsächlich beim, also noch nie irgendwie, finde die Eier, sagt er, ne? Eier, Leute, wir brauchen Eier, Digga. Finde meinen Sohn. What? Okay, ganz kurz. Finde meinen Sohn? Ist der Typ, der hierfür verantwortlich ist, sein Sohn? Jo. Okay, krasse Story auf jeden Fall. Das wusste ich noch gar nicht. Aber gut. Leute, bisher sehr, sehr nicer Einstieg. PJ ist auf jeden Fall, sah schon ein bisschen komisch aus, aber sind wir mal ehrlich, natürlich sind die Mods auch nicht perfekt. Trotzdem schon ziemlich, ziemlich chillig. Ich gebe mein Bestes, damit wir hier relativ gut vorankommen. Und vor allem, ihr mich auch gut verstehen könnt. Aber ich kann halt nicht so laut reden und so weiter. Weil es halt einfach unnormal wehtut. Ich betäube meinen Hals schon mit so komischen Sprühzeug, Leute. Also es ist echt geisteskrank, gottlos. So, wir haben 2 Scraps gefunden. Ich guck mal.
So, der Zug ist auf jeden Fall dann wieder auf Max Health. Naja, fast, aber halt schon eigentlich. Und wir können jetzt erstmal weiterfahren. Wir brauchen halt den Flammenwerfer auf jeden Fall, ne? Der ist halt für den Fight echt super wichtig. Ich werde jetzt erstmal das Ding hier zack swappen, weil wir wollen auf die andere Seite. Und wir nehmen das Scrap Metal hier mal mit. Perfekt. Dann haben wir 5 auf jeden Fall wieder am Stiesel. Und Rückwärtsgang. Wie viel brauchen wir nochmal? Tempo ist eigentlich, glaube ich, am besten jetzt erstmal zu skillen. Würde ich jetzt einmal mal spontan sagen. Weil wir dann damit natürlich halt auch deutlich schneller auf der Insel vorankommen. Ich werde heute auf jeden Fall noch einen dicken Fight gegen Chuchu Charles austragen. So viel ist klar. Was ist das hier? Oh! Die hat ja sogar ein Ende. Crazy. Die hört sich aber auch richtig komisch an, ne? Was ist das denn für ein Zugding, ey? Okay, was haben wir da hinten? Irgendwie... Aha. Da ist schon die erste Hütte. Ich weiß halt auch, wie die Quest gerade läuft. Also die ist echt sehr, sehr entspannt. Das ist eigentlich nur Scrap einpacken. Dankeschön. Kann ich deine Schrotflinte auch bekommen? Wäre echt sick. Oh, meine Mama ruft an, Leute. Mutti, willst du noch irgendwas zu den Zuschauern sagen? Ja, ich wünsche deinen Zuschauern auf jeden Fall schöne Festtage im Kreise der Familie, ganz, ganz viel Liebe. Die sollen sich das Essen schmecken lassen und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr und dass alle gesund bleiben. Gesundheit ist das Wichtigste und dir auf jeden Fall treu bleiben. Das hört sich gut an. Mutti, ich hab dich lieb, wir hören uns, ja? Alles klar, ich hab dich auch lieb. Ciao, bis dann, tschüssi. Ja, Leute, was soll ich sagen? Meine Mama. Die Beste. Ihr geht's bei Zoe auch deutlich besser. Einige von euch haben ja mitgekriegt, dass sie ein bisschen krank war. Sie hatte so eine Gürtelrose und so, war echt schwierig. Musste viele Medikamente nehmen. Aber mittlerweile echt sehr, sehr nice. Ihr geht's sehr, sehr gut. Ich bin auch, was das angeht, sehr beruhigt. Okay, wir machen natürlich weiter. Ich habe jetzt tatsächlich, glaube ich, fast 10 oder 15 Minuten mit meiner Mama geschnackt. Aber ihr wisst ja, wie das ist, ne? Wenn man seine Mama nicht mehr jeden Tag sieht, dann hat man sich immer noch mal ein bisschen was zu erzählen und verbringt tatsächlich Weihnachten im Kreise der Familie bei mir zu Hause, Leute. Das ist schon schön. Muss ich aber erstmal klarkommen. Also, hier liegt ein Zettel. Ist ganz nett alles, ne? Aber ist mir auch eigentlich auch egal, ob Charles aggressiv wird, Leute. Weil Ende des Tages werde ich Charles wegrasieren. So ein Ding ist das nämlich. So, und jetzt wollen wir natürlich auch mal gucken, welche Skillung wir wie angehen. Also können natürlich Tempo sehr nice gehen, aber ich würde sagen, wir skillen halt am besten Panzerung hoch, damit Charles uns einfach wenig Damage macht. So würden wir halt am meisten Ressourcen auch sparen. Wenn Charles uns halt angreift, wenn wir nicht so viel Leben verlieren, müssen wir halt nicht so viel Schrott für die Reparatur ausgeben. So muss man das Ganze sehen. Der Angriff, da würde ich jetzt halt sagen, das ist jetzt erstmal alles halb so wild, weil wir kriegen ja eigentlich, wenn wir ihn attacken, schon eine ganze Menge Ressourcen durchs Angreifen straight. Ich halte auch meinen Zug lieber so an. Viele von euch sagen immer, steig doch einfach aus, damit du den Zug anhalten kannst. Finde ich aber persönlich nicht so geil, Leute. Ich werde nebenher mal so ein paar Wege abgehen. Ich guck mal, haben wir hier noch eine Quest oder so? Nee. Aber was zur Hölle ist hier unten? Da gehen wir jetzt erstmal safe hin. Ich glaube, dass es hier auch ziemlich viele versteckte Locations noch gibt, die ich mir gar nicht reingezogen habe. Das werde ich aber jetzt in den nächsten Folgen machen, wenn wir das Spiel nochmal komplett hops nehmen. Da hinten ist eine Hütte. Also da sehe ich mich auf jeden Fall komplett drinne. Vor allem was Schrott angeht. Und so wie es aussieht... Ja doch, also guck mal, 4 haben wir jetzt schon mitgenommen. Kriegen wir die Hütte auf? Ja, kriegen wir auf. So, was ist hier drin? Noch eine Kiste, okay. Noch ein bisschen Schrott. Hier ist noch ein Brief. Jemand von der Bande hat gerade mein Floß entdeckt, also kann ich es nicht riskieren, auf dich zu warten. Sie können jederzeit zurückkommen. Es tut mir leid, dass ich dich nicht mitnehmen konnte, aber ich versichere dir, dass ich Hilfe holen werde, um dich und alle anderen von der Insel zu retten, sobald ich das Festland erreiche. Alles Liebe, Diane. Okay, dann knacken wir mal die Truhe. Okay, Leute, wir können die Truhe nicht knacken, weil wir wahrscheinlich noch keine Dietriche haben, oder? Oh, nee, ne? Also, der Deal ist folgender. Wir gehen hoch, besorgen uns die Dietriche und dann gehen wir direkt wieder runter und knacken diese Truhe erstmal auf. Hey, Freunde? Hallo? Ah, nice. Da ist schon das erste Teil gewesen. So, wo sind die anderen Schrottteile? Ich will halt noch ein bisschen mehr haben am besten, ne? Da ist noch eins. Hier habe ich noch eins gesehen irgendwo. Okay, ich war blind. Habe ich mir anscheinend eingebildet, Leute. Dann schnappen wir erstmal mit dem Dude. Ey, Dudi, was geht? Gib mir die Dietriche, ich mach das auf, kein Ding. Noch mehr Schrott. Diese Truhe machen wir jetzt erstmal auf hier. Und einen kleinen Tipp, falls ihr es auch mal spielt, ihr dürft nicht vor dem Kreis, ihr müsst eher nach dem Kreis hitten. Dann geht die Truhe besser auf. So, ich gehe zu Daryl zurück und gebe ihm das Paper. Und dann können wir die Truhe unten aufmachen und vor allem das Floß einmal abchecken.
Vorher werde ich allerdings meinen Zug schon mal upgraden. Falls du total sonst gleich überrascht, dass wir nicht so viele Schrottteile verlieren. Weil man findet immer so zwischen 1 und 3, glaube ich, pro Tod. Und wir können das dann halt direkt in die Panzerung verbauen. Wisst ihr, was ich meine? So, dann gehen wir, glaube ich, jetzt auf Schaden erstmal. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, dann wollen wir nochmal runterrennen. Dann gucken wir uns nochmal das Floß an, falls es überhaupt noch da ist. Von Diane. Ey, Leute, apropos Nebel. Ich bin heute Nacht nach Bremen gefahren. Auf spontan. Es war so nebelig. Bin mit, glaube ich, 200 km/h oder so auf der Autobahn unterwegs gewesen. Ey, Nasenbluten bekommen. Ich musste da spontan hinfahren. Fragt nicht warum. Hashtag warum, wenn ihr es wissen wollt. war schon echt sehr, sehr nervig. Was aber auch nervig ist, ist, dass Tutu Charles noch nicht da war. Ich würde ihn eigentlich gleich gerne mal challengen. Wir fahren ihn gleich mal besuchen. Boah, Junge, nice, Alter. Das hat nochmal richtig Schrott gegönnt, ey. Chillig, chillig. So, was ist hier unten los? Ja, war mal das Floß. Natürlich sind hier noch Schrottteile, aber... Ach, das ist das Floß, oder was? Das hier? Yo. Schon krass, muss ich sagen. Okay, dann haben wir diese Secret Location hier auch abgehakt. Ich guck mal weiter. Gibt es hier irgendwo noch so etwas? Da oben. Ah, guck mal, Leute. Da. Da haben wir noch eine ganze Menge. Da ist irgendwie noch ein alter Tempel. Hier hinten ist auch noch irgendwie was. Okay, also das kann man auf jeden Fall nochmal sich genüsslich reinziehen. Und wenn wir da jetzt halt nochmal so lang gehen... Also eigentlich nur hier. Okay, dann geht's jetzt wieder zurück zum Zug. Da ist mein Zug. Da geht's wieder rein. Und jetzt hauen wir die Hacken hinterher. Wir gucken mal, wie viel Schrott wir jetzt noch dabei haben. 11. Könnten Tempo gehen. Ich mache allerdings erstmal nichts. Wir wollen Panzerung direkt hoch haben. Also wenn, dann straight die Panzerung. Was geht bei der? Wie ich sehe, ist der Monsterjäger hier. Genau, das bin ich, Freunde. Der hat jetzt die Markierung zum ersten Ei gegeben. Also wir müssen in so eine Mine rein, das erste Ei holen. 3 Eier müssen wir finden. Falls einige von euch das Game noch nicht kennen. Diese Eier machen irgendwas mit Charles. Die muss man später auf so ein Tempelpodest legen. Die müssen wir jetzt halt finden. Und die können wir auch nur zu Fuß erreichen. Und da ist die erste Mine sozusagen. Und es gibt dann halt so mehrere NPC-Quests. Also hier diese. Die geben halt diese Minen sozusagen. Und einer davon sogar noch irgendwie was anderes. Und man kann sich hier sogar noch ein paar Waffen ziehen. Da gehen wir natürlich auch gleich hin. Ich würde jetzt aber erstmal nochmal vielleicht hier hingehen zu diesem Waffentyp da drüben. Okay, da hinten kriegen wir die erste richtige Gun wahrscheinlich. Wir müssen direkt hoch, das Wasser freilassen, damit das Feuer hier gelöscht wird. Und dann kriegen wir gleich einen Flammenwerfer. Mit dem kann man Tutu Charles am besten bekämpfen, weil der dadurch halt richtig extrem gestoppt wird. Er ist ja sehr schnell, kommt sehr gut an dich ran und wenn du halt den Flammenwerfer hast, dann muss der Typ erstmal eine Runde chillen. So. Sehr nice. Insektenspray, echt Big Brainer. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal PJ ein bisschen challengen. Ich würde gerne mal wissen, wie viel Damage der uns macht jetzt aktuell. Weil wir werden jetzt wahrscheinlich gleich Panzerung schon auf 7 gehen. Schau, wie der Zug hier ausschaut. Nice. Panzerung 7. Der hat schon diese Xe bekommen, Alter. Das ist schon ein absolut wildes Ding, ne? Ich könnte aber mal eine andere Farbe gebrauchen. Also ein fett anderer Anstrich wäre auf jeden Fall nice. Ich hub mal einfach. PJ! Wir fahren jetzt einfach erstmal eine Runde, Leute, bis wir PJ finden. Oh, Leute, ich bin ewig rumgefahren, aber da ist er jetzt. PJ kommt. Let's go, Bruder. Seht es euch an. Der brennt jetzt erstmal ordentlich und rein da in den Lachs. PJ, du verdammtes Stück Dreck. Du hast mit Hangi, werde ich dir nicht verzeihen. Boah, der Flammenwerfer, Leute, der ist einfach zu OP, ne? Ich bin ehrlich, der ist einfach zu OP. Nur er macht gut Damage, aber wir haben ihn direkt abgewehrt, ne? Heiliger Aal! Wir lassen den Zug einmal kurz ein bisschen chillen. 11 Shot gefarmt. Wir haben also, naja, man muss sagen, ich hatte glaube ich noch 2, also so 8 oder 9 haben wir gekriegt. 50% Leben haben wir verloren. Also wir haben schon Plus gemacht jetzt in diesem Fall. Sehr nice. Dann haben wir den auf jeden Fall jetzt erstmal schon mal weg.
Ich guck mal ganz kurz. Wir könnten beim nächsten Mal auf jeden Fall diese Mission machen und können vielleicht dann auch die machen und gehen dann hier halt so rum. Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee, denke ich. Wir werden weitermachen in der Story. Wir werden uns erstmal dem Seeungeheuer widmen, hier vorne im Fluss. Und dann gehen wir hier nochmal rüber. Also so ein bisschen haben wir schon noch was zu tun. Ich mache mal kurz einen Rückwärtsgang, damit wir dahin kommen. Und von dort aus können wir uns ein bisschen besser orientieren, wegtechnisch. Deswegen würde ich sagen, machen wir das erstmal so. Gucken wir mal. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Okay. Ja, das Haus hier ist auf jeden Fall klar. Wir gehen jetzt natürlich erstmal... was machen wir denn? Seeungeheuer? Machen wir gleich. Ich würde sagen, wir gehen erstmal den weiten Weg, falls Tutu Charles dann kommt. Beim Seeungeheuer kann man sich relativ gut verstecken, aber da oben dann eher nicht. Und derzeit ist er nicht da. Jetzt würden wir ihn ja hören. Deswegen gehen wir jetzt ganz schnelle Welle dann hier lang. Mal kurz gucken. Wir können das, glaube ich, markieren. Jo. Sehr gut. Machen wir uns mal auf die Socken. Also heute wird Huggy Wuggy auf jeden Fall kommen. Ich weiß noch nicht, wie der Zug aussieht, aber im letzten Mal, wir mussten PJ Pagapilla bekämpfen. Das war relativ easy, auch mit dem Flammenwerfer und so. Wir sind gut davor, skilltechnisch auch. Aber ja, mal sehen, was jetzt hier dann so als Quest kommt. So, mein alter Mann. Tony Tidal. Wir können uns ein paar Teile in seiner Scheune gönnen. Das hat hier irgendwo anscheinend eine Scheune. Ich würde es mal fast vermuten, die ist wahrscheinlich da drüben. Ja, wir gucken aber erstmal nochmal hier seine Hütte an, weil erfahrungsgemäß liegt hier immer nochmal das ein oder andere Schrottteil rum. Muss natürlich nicht immer so sein, aber es war halt echt oft so. Aber ganz ehrlich, der Typ hat nicht ein einziges Fliegen, was ist das denn? Das ist doch Scam. Boah, mein Hals tut so weh, ne? Beim Schlucken, Leute, das ist echt nicht cool. Und wenn ich meine Haare mal für Aufnahmen nicht mache, das soll schon was heißen. Das kommt nämlich extrem selten vor, das wisst ihr auch. So, 9 Schrottteile sind hier drin. Das ist eigentlich an sich ganz cool. Ich hoffe, der droppt halt noch später von selber noch ein paar mehr rein. Was ist das? Versorgungsliste. Okay, alle Tiere wurden von Choo-Choo Charles gefressen. Ein Schrottteil müssen wir noch finden. Das ist es. Und wir sind hier fertig. Vorstellbar ist, dass er so 10 gibt. Vielleicht nochmal on top, dass man so 19 hat. Er gibt gar nichts, Digga. Was guckst du so dumm? Was guckst du so dumm? Dann gehen wir mal rüber zum Seeungeheuer, oder? Oh, das Seeungeheuer ist auch nicht cool, ne? Ich würde gerne mal wissen, wie das aussieht. Man kann das Seeungeheuer bestimmt mit einer Mod irgendwie mal versuchen zu tracken. Mal gucken, was da halt so hintersteckt. Dass man mal schauen kann, wie das vielleicht auch aussieht. Entschuldigung, Leute. Ja, er merkt, ne? Der Hustenreiz kickt halt rein. Und als YouTuber, muss man auch ganz klar sagen, kann man sich keine Pause erlauben. Ich habe halt echt sehr wenig Videos gerade so aufgenommen. Und ja, wenn man krank ist, dann muss man halt natürlich immer reinbuttern. Ne? Da gibt es halt nicht eine Pause oder so. Dann ansonsten ist mit YouTube echt immer schwierig. So eine Pause kann dann echt sehr rippen. Kann, muss aber nicht. Aber meistens tut es das. Deswegen machen uns da selber immer recht viel Druck. Guck dir die Alte mal an. Oh, was ist das denn? Das Sumpfmonster Barry will uns fressen, wenn wir zu der Insel darüber gehen wollen. Da ist nämlich ein richtig saftiger, leckerer Fisch. Und ja, wie machen wir es am besten? Ich würde halt sagen, wir springen so weit nach vorne, wie es geht. Weil wir dürfen uns einfach noch nicht bewegen, wenn der in unserer Nähe ist. Wir gucken mal, ist der hier irgendwo? Nö. Okay, dann werde ich jetzt mal springen, soweit es geht. Seht ihr es? Das ist das Sumpfmonster Barry. Wenn wir uns bewegen, ist Krise. Und da sieht man schon, ne? Oh Gott, er kommt gefährlich nah. Was passiert denn eigentlich, wenn wir uns einfach bewegen, Leute? Ich würde es eigentlich schon gerne mal testen. Vielleicht machen wir das gleich. Nachdem wir die Quest abgegeben haben, testen wir mal, was passiert, wenn Barry das Sumpfmonster uns so catcht. Den Fisch brauchen wir. Wir nehmen natürlich noch den Schrott hier mit. Wir müssen den Schrott vorher eigentlich auch verbauen. Sonst verlieren wir nämlich wieder welchen. Wenn wir dead sind, das ist so der Klassiker. Alright, dann wollen wir mal einen fetten Sprung wagen. Ich bin echt gespannt, was der mit uns macht, ne? Falls wir da halt einfach reingehen. Uff, der ist echt nah dran. Der ist echt nah dran, Leute. Die Barry ist ziemlich weit weg. Weiß halt nicht, glaube, er kommt nicht bis hierher. Das kann ich mir kaum vorstellen. Ja, perfekt.
Das Ding haben wir auf jeden Fall durchgechippt. Und wir gucken mal, wie viel Schrott. Ja, die hat richtig viel gegönnt, ne? Also 40 oder so kriegt man für diese Mission auf jeden Fall. Und das muss man auch straight schon mitnehmen. Ich sag, wie es ist. Also das ist eigentlich die wichtigste Quest, die man hier haben kann. Weil die halt super, super viele gibt. Wir gehen jetzt einmal darüber. Ich verbaue alles. Dann gehen wir zurück und dann testen wir mal aus, was passiert, wenn wir uns einfach bewegen. Ob der Barry uns dann brutal wegrappt. Das werde er tun, aber zieht er uns nur ein bisschen Leben ab oder frisst er uns tatsächlich in den Sumpf rein? So, das werden wir auf jeden Fall mal checken. So, jetzt aber erstmal hier. Genau, so würde ich das jetzt tatsächlich machen. Dann haben wir noch zwei Schrottteile über, auf die können wir verzichten. Wir haben Panzerung fast auf Level 10. Das heißt, der Zug ist auf jeden Fall schon sehr tanky unterwegs. So, Freunde, es geht rein in den Sumpf. Wo ist er? Barry. Barry, mein Bester. Ach du heiliger Aal, habt ihr das gesehen? Bruder. Okay, können wir mal ganz kurz darüber reden, was das eigentlich gerade für eine Kreatur war? Heiliger Strohsack. Der hat ja wohl richtig reingezündet, Freunde. Puh, das ist schon beängstigend, das Wesen, oder? Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ey. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so schlimm aussieht. Hier waren wir in der letzten Folge und haben uns die Dietriche abgeholt. Soweit, so gut. Was ist hier auf der linken Seite? Da bin ich tatsächlich noch nicht. Warte mal. Müssen wir ganz kurz gucken. Ah, die Aufgabe haben wir auch schon erledigt. Also alles entspannt. Da war der Flammenwerfer. Okay. Und hier vorne ist die Mine. Ich denke mal, dass wir heute auf jeden Fall noch einen Fight gegen Hagi machen müssen. Wird hier irgendwo sein. Und dass wir hier die Quest im Südbereich auf jeden Fall abwickeln. Wir werden den Zug ein bisschen weiter nach vorne bringen, weil wir dann besser die Units killen können, die hier gleich kommen. Wenn da irgendwie so ein Dulli mir hinterherläuft oder so, kriegen wir den entspannter rein. Ich werde auch direkt mal die Waffe umspecken. Wir haben hier nämlich noch den Flammenwerfer am Start. So, der Entgleiser, der ist eigentlich am besten von der Waffe her. Erstmal für den Anfang natürlich. Später ist der Raketenwerfer eigentlich sehr OP gegenüber diesen Wachen, weil davon werden die safe weggerippt. So, dann wollen wir mal rein in die Mine, Leute. Let's go. Ob ich das schaffe, mal unentdeckt in diese Mine zu kommen? Boah, wir probieren es einfach, oder? Safe, Leute. Es muss doch möglich sein. Guck mal da oben. Wir machen das Ding auf. Rein geht's. So, wir sind jetzt in der Mine drin. Hallo? Ist da Peter Heinrich? Der Sechste? Ich bin's, Carlos. Juan. Okay, hier ist irgendwas merkwürdig in diesem Tunnel, ne? Man kann so ein bisschen leanen und alles Mögliche. Das ist eigentlich ganz nett. Wenn wir erstmal die Truhe aufmachen, Leute, first try. Also ich meine, Augen zu geht auch. Selbst mit Augen zu kriege ich so eine Truhe auf. Grüne Farbe. Nice one, finde ich gut. Können wir unseren Zug direkt später nochmal umlackieren. Okay, wir sind weiter drin. Dieses Pfeifen von den Typen, Leute. Ihr müsst es euch gleich reinziehen, ist einfach schön. Hört ihr es? Hört ihr es? Wartet ab. Das Summen ist auch sehr, sehr nice. Schade, dass die eigentlich so gemein sind. Wir nehmen uns einfach die Sachen jetzt erstmal mit. Hört ihr es? Stabil, stabil. Wir haben alles mitgenommen. Unentdeckt haben wir das Ei abgeschmatzt. Wir gehen einfach raus. Ich glaube, das ist das Einfachste. Schade. Also das Summen, wie ich das noch im Kopf hatte, wird es auf jeden Fall nicht geben. Aber ja, Digga, dieses Game ist einfach zu nice. Sorry, wie es ist. Eins der schönsten Spiele 2022 ist Choo Choo Charles, definitiv.
Jetzt habe ich das Ei, jetzt möchte ich aber auch gerne mal gegen Huggy Wuggy kämpfen. Denn wir wollen auch noch mal sehen, wie Huggy Wuggy aussieht. So, 16 Schrott zum Upgraden. Ich glaube, wir gehen mal auf Schaden. Tempo können wir natürlich immer ein bisschen mitnehmen. Das ist dann, denke ich, schon okay. Jetzt wird es erstmal dahin gehen. Ich würde allerdings gerne gegen den Zug jetzt mal kämpfen. Brauchen wir wieder einen Fight. Wir fahren, glaube ich, einfach mal rein. Und dann fahren wir hier auf der anderen Seite wieder lang. Also hier nehmen wir nur die Aufgabe mit. Vielleicht sehen wir auch irgendwo Choo-Choo Charles hier. Der muss ja auch hier irgendwo sein. Das ist ja schon fast die Mitte von der Karte. Und von da aus hat man eigentlich recht viel Möglichkeit. So, wir nehmen uns erstmal Schrott mit. Das ist das, was wir direkt prüfen. Wobei, ich würde eigentlich auch ganz gerne sonst direkt die Quest annehmen. Ich glaube, für die müssen wir nämlich noch ein Stückchen laufen. Ah, wir müssen mit der blauen Kiste wieder zurückkommen. Und dafür müssen wir hier hin ins Tal rein, meine Freunde. Digga, weiße Farbdose. Wir können unseren Zug weiß färben. Jo, wie krass ist das? Ah, der weiße Zug sieht jetzt aber echt nicht so heftig aus, ne? Der grüne Zug, den finde ich dann schon etwas besser. Aber ich würde eigentlich so dunkelblau oder so würde ich schon fühlen. So nachtblau. Wo zur Hölle ist denn jetzt Huggy? Leute, passt mal auf. Mission Impossible Denno kommt jetzt. Und los! Dim, dim, didi, dim, dim, didi, dim, dim, didi, dim. Warte! Hey, warte! War ein Witz, Bruder! War ein Witz! War ein Witz! Uff. Ja, hast mich ja. Ich habe wieder Schrotflinte angeschossen. Du Drecksack. Aua! Mein Arsch! Oh nee, Leute. Mission Impossible. Das war ja wohl eher Mission Broke. Okay. Ja, wir sind jetzt gut dabei. Ja, ja, ja. Ich muss jetzt eigentlich wegkommen. Okay. Ich weiß nicht, wie lange der mich verfolgt, aber das war's anscheinend. Sehr gut. Ja, Leute, war doch easy, also. War ich ein bisschen laut? Wurde ich erwischt? Okay. Aber alles entspannt. Alles in allem, muss ich schon sagen, ist locker. Okay. Dann bringen wir mal die Kiste wieder zurück. Charles ist hier immer noch nicht gewesen, beziehungsweise der Zug. Ich will das Monster nicht mal wieder sehen. 46 Schrott. Na, das ist natürlich optimal, weil wir dann nämlich Panzerung auf 10 leveln können. Und wir mit dem Schaden auch gut gehen. Aber jetzt sieht man, Leute, wir haben auf jeden Fall diese Hörner. Die Panzerung ist auf Level 10. Und so, und so werden wir eigentlich gegen Huggy kämpfen. Ich muss jetzt allerdings einmal den Zug rückwärts bewegen. Kann ich eigentlich das Holz hier anfackeln? Schon ja, ne? Digga, wie witzig ist das denn? Flammenwerfer ist aber wirklich... Also damit kann man ja richtig nice spielen. Charlie! Huggy! Vorwärtsgang, auf nach rechts. Und wir sind bei der nächsten Aufgabe. Was wir aber bisher immer noch nicht Huggy gefunden haben, das verstehe ich nicht. Da ist er! Da ist er! Hey! Hey, wo bist du? Let's go! Da ist er! Huggy Wuggy, der Train, Leute! Oh mein Gott! Rein da! Okay, Flammenwerfer. Tja, ich bin bestens vorbereitet auf dich, du verdammtes Stück Dreck! Ich schieß dem so in die Fresse. Okay, Rückwärtsgang, anderer Modus. Uff, was war das bitte gerade für ein Manöver, was wir da gemacht haben? Alter Schwede. Okay, hat mein Zug ordentlich auseinandergeböllert. Aber wir haben auch echt viel Schrott von dem wiederbekommen. Ja, noch ein Fight? Er will keinen. Oh, Freunde. Das war auf jeden Fall nochmal eine ganz wilde Aktion hier gerade. Netter Versuch. Oh Leute, der Huggy-Train sah auf jeden Fall extrem wild aus. Was meint ihr? Hashtag Huggy?
wenn ihr den gefeiert habt, ne, in die Kommentare rein. Ich fand den auf jeden Fall sehr, sehr nice. War geil. Würde eigentlich ganz gerne auch nochmal gegen den kämpfen. Aber ich bin auch sehr gespannt auf Mamilon Lex und vor allem Boxy Boo. Boxy Boo wird sehr interessant. Mamilon Lex passt halt eher auch zu dem Zug. Ich habe halt auch überlegt, ob ich tatsächlich nochmal eine Thomas Exe-Mod machen soll. Weil man kann den Thomas natürlich auch ziemlich gut hier irgendwie reinpacken. Graue Farbdose. Jetzt habe ich gerade eine graue Farbdose gekriegt. Was ist das denn für ein Mist? Hey, Kollege! Ich soll seine Sachen aus einer Hütte besorgen, ne? Boah, schwierig. Also ich kann mir halt vorstellen, dass wir in der nächsten Folge so diese Aufgaben machen. Und in der letzten Folge machen wir dann halt quasi diese hier. Aber was ist das? Warum haben wir da noch einen? Die ist doch neu dazugekommen, oder nicht? Komisch. Hey, Bratan, ich muss jetzt hier einmal kurz deinen Schrott mitnehmen, den er hier gelagert hat. Der hat miesen Fight vor, Alter, mit Bobby Playtime-Charakteren. Ich hoffe, der Typ checkt, was da geht. Ich glaube, man kann schon eine coole Story hier aus Choo-Choo Charles rausfinden, wenn man sich die ganzen Schriftstücke anguckt, die ganzen versteckten Hinweise. So, dann kann ich mir halt schon gut vorstellen, dass man da richtig so eine geile Lore rausbekommt. So ein Story-Video wäre, glaube ich, auch schon mal ziemlich sick, so, ne? Oder so ein Fakten-Mythen-Video. Vielleicht werden wir die auch einfach beim nächsten Mal machen. Wir können ja nochmal da runterfahren. Und dann, boah. Freunde, die graue Farbdose. Können wir einmal ganz kurz darüber... Obwohl, der so scheiße sieht das gar nicht aus. Ich hätte gedacht, das sieht nerviger aus. Ihr könnt ja mal schreiben, so was ihr lieber mitnehmen würdet. Ne? Entweder grau oder grün. Wir machen uns mal auf den Weg zur nächsten Aufgabe. Und ich muss hier tatsächlich einmal kurz markieren. Wir haben nämlich noch eine Aufgabe vergessen. Bevor wir dann später hoch in den Norden fahren. Also erstmal hier lang. Dann müssen wir von da aus nochmal kurz ein Stückchen zurück und so. Also diesen Aufgabenbereich werden wir heute noch machen. Und dann werden wir uns wahrscheinlich dem Ganzen hier widmen. Und wir müssen natürlich auch noch die ein oder andere Mine machen. Also heute werden wir auf jeden Fall Mine Stufe 2 machen. Und ich weiß, dass wir noch einmal diese Slenderman-Mission machen müssen. Da müssen wir so Seiten sammeln und es verfolgt dann so ein Geist. Ist echt sehr, sehr wild, Leute. Falls ihr euch fragt, warum habe ich keine gemachten Haare und warum rede ich so reserviert? Ich bin derzeit krank und zwar schon wieder. Und wir haben kurz vor Weihnachten. Ich hoffe, dass ich einfach rechtzeitig gesund werde, mit meiner Familie entspannt verbringen kann. Aber ja, aktuell sieht es ziemlich nicht so gut aus. Was ist das denn? Oh nee, ne? Die Gurkenlady braucht Gurken. Leute, ganz ehrlich, wer würde... Wer würde von euch, Hashtag würde oder Hashtag nein? Wer von euch würde? Ihr wisst genau, was ich meine, ne? Die Gurkenlady. Ihr habt Bock auf eine Gurke, Leute. Ihr wisst schon, was ich meine. Digga, das ist so dumm. Die hat Bock auf eine Gurke. Leute, wir müssen das alles ein bisschen locker nehmen. Ihr wisst schon, was ich meine. Es geht eher schon in die, in die eine Richtung. Aber Leute, jetzt halt nur mal die Gurkenlady. Was ist das hier? Das haben wir schon erledigt. Und werden uns mal ihre Gürkchen besorgen. Wir müssen jetzt erstmal die Gürkchen von der Alten holen. Ja, und falls jemand von euch Bock hat, seine Gurke ins Glas zu packen, dann Hashtag würde einfach in die Kommentare, ne? Ich finde das witzig, Leute. Naja, immerhin macht das Game gute Laune. Und die Gurkenlady ist schon sehr einzigartig. So, jetzt müssen wir aber erstmal schauen, dass wir das Gürkchenglas da rauskriegen. Weiß auch gar nicht, was hier gerade los ist so. Oh, was ist das hier? Lila Farbdose. Sehe ich mich. Sehr nice. Und hier soll wahrscheinlich jetzt das Gurkenglas sein in der Höhle oder was? Hör mal rein. Oh, Digga, so eine Höhle, also sieht manchmal schon echt gemütlich aus, Leute, so eine Höhle, ne? So, Augen zu. Easy. Ups. Habe ich, also war doch vielleicht nicht so easy. So, gib mir das Gurkenglas. Da ist es. Leute, ich habe das Gurkenglas geholt und packe jetzt die Gürkchen ins Glas. So, ja, ach egal. Ist egal. Also die Gurken habe ich jetzt hier aus der Höhle geholt. Das heißt, sie können ja eigentlich wieder ganz entspannt zurückgehen. Ich habe die Gurken noch, ne? Ja. Wir sollen keinen Augenkontakt mit den Gurken aufnehmen. Also sowas, Leute. Schon sehr chillig, dass das Game auch gut auf Deutsch übersetzt worden ist, ne? Das hat ein einziger Typ programmiert hier, dieses Spiel. Und der hat alles richtig gemacht. Also wirklich top, toppy. Da frage ich mich manchmal, warum so andere Entwicklerfirmen nicht in der Lage sind, ein vernünftiges Spiel zu machen, ne? Und, ja, Leute, also ich gebe mal das Gürkchen jetzt ab. Ich bin ihr Gurkenheld.
Oh Junge, die hat ja auch wieder richtig gegönnt, ne? 65 Schrott. Alter Schwede. Okay, das ist wild. Damit können wir jetzt ja auch erstmal wieder dick upgraden. Machen wir aber erst, wenn wir... Eigentlich können wir unseren Damage ja schon echt brutal upgraden, oder? Wie viel haben wir denn heute eigentlich noch Strecke vor uns? Wir müssen hier und da einmal durchfahren. Ja, eigentlich wäre es nice, wenn wir vielleicht Tempo heute sonst machen. Aber Damage auch cool. Ich mag Damage, Leute. Muss überlegen. Tempo wäre, glaube ich, chilligste von allen. Tempo wäre wirklich sehr entspannt. Ich glaube, ich mache das Tempo erstmal hoch. Ich splitte das vielleicht. Ich guck mal. Schauen mal rein. Also Tempo machen wir auch nochmal ein bisschen hoch. Und ja, so Level 7 haben wir jetzt beides, ne? 99%. Dann können wir jetzt ja gut Stoff geben. Auf entspannt. So, dann gucken wir mal. Also wir müssen jetzt ja eigentlich erstmal bis dahin fahren, würde ich sagen. Dann hoffe ich, dass wir jetzt gleich die linke Seite bekommen. Und ich hoffe auch, dass Mami Long Legs sich gleich nochmal zeigt. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Es geht los! Mami Long Legs kommt! Verdammte Kacke! Was war das gerade für eine Aktion? Ojo! Guckt euch das mal an! Flammenwerfer rein! Uff! Okay, und volle Flöte rein da! Mama stirbt! Vom Flammenwerfer! Schnell! Ja, 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 ja! Wir werden das Manöver einsetzen! Rückwärtsfahrt! Let's go! Oh oh. Scheiße. Das ist ganz schlecht. Ah, ich treffe sie doch. Okay. Gut gelaufen. Ja, sie ist weg. Sie ist weg. Stirb doch. Ich fetze sie jetzt einmal rein. Junge. Ey, Leute, hatte ich das nur so im Gefühl oder war die deutlich stärker? Also, die hat ja richtig ausgehalten. Heiliger Lachs, ey. Muss ich schon sagen, das war unerwartet. Der Falt hat mich gut Nerven gekostet. Ich wollte jetzt halt auch nicht so großartig weiterfahren, weil ich wusste, wir müssen hier noch was erledigen. Ich hätte da ja nun mal auch gesehen, dass da irgendwie was war. Okay, ich habe die eine Aufgabe auf jeden Fall ready. Wir können zu Santiago wieder zurück. Ich würde aber gerne noch mal nach da oben gehen, diesen Altar mir nochmal reinziehen. Dass der Altar auch nichts bringt, ne? Was ist das hier? Ich frag mich, was das ist. Was hat man hier gemacht? Weiß man nicht. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal zu dem NPC da vorne. Ich weiß jetzt noch nicht, was man da genau machen muss, aber das werden wir gleich sehen. Das ist die Slenderman-Quest, Leute. Oh, ich hab gar keinen Bock, ne? Die ist so eklig, Alter. Lass die Slenderman-Quest durchziehen, komm. Ich muss jetzt in dieses Field rein. Wir müssen diese Seiten hier finden. Und das Schlimmste ist, Leute, ihr verfolgt halt einen Geist. Je mehr Seiten ich kriege, desto schlimmer wird's. Wir können uns das mal ganz entspannt reinziehen. Wir gehen jetzt hier rein. Hört ihr das? Oh nee, ne? Eine Seite ist keine Seite. Da hinten ist er. Da hinten ist er. Seht ihr ihn? Oh nee, Mann. Gar kein Bock. Wir müssen zu den Lampen hier gehen. Ja, jetzt kommt er schon von der Seite. Jetzt kommt er schon von der Seite. Okay. Ich nehme das direkt. Fünfte Seite haben wir gleich. Auf jeden Fall muss man nur zu diesen Lampen gehen, die beleuchtet sind. Dann ist alles entspannt. Ach du heiliger Mann! Was geht denn da gerade ab? Wir sollten vielleicht doch noch mal ein bisschen durchziehen. 5 von 8 Seiten. Okay, das Ding ist gut am Ziehen, ne? Der ist gut am Ziehen, Leute. Oh nee, Mann. Da hinten ist Seite 6. Safe, da ist Seite 6. Ganz bestimmt. Nein,
Ist nicht. War ein Joke. Okay, das Ding ist mir auf den Fersen. Wir schaffen das. Das wird ganz schnell gehen. Da hinten ist die nächste. Da hinten sind noch mehr Seiten. 3 Stück brauchen wir noch. Junge, ist der schnell. Ich weiß nicht, was da gerade abgeht, aber wir sind bei 7 Seiten. Oh Gott, ist das eklig, Digga. Gar kein Bock, Bro! Gar kein Bock! Komm schon! Komm schon! Er hat mich gleich. Er isst mich gleich. Ah! Ah! Was passiert? Ey, ich war kurz vorm Ende, ne? Ich war ganz kurz vorm Ende. Ich bin hier irgendwo wieder aufgewacht. Ich weiß nicht mehr, welche Seite ich wo geholt habe. Oh, ist das belastend. Ja, jetzt kommt er schon. Jawohl! Oh, war das knapp gerade, Alter! Heilige Scheiße! Das darf man auch mal so sagen! Ey! Zu schlimm die Mission gerade gewesen! Zu schlimm! Boah, ich hatte schon echt hart Schiss, ne? Alright! Nimm das Ding auf jeden Fall durchgegrindet. Auf chillige Basis. Wir gucken mal. Wir haben 8 Schrottteile. Ich bin gespannt, wie viel wir für diese Quest kriegen. Also wenn wir da nicht mindestens 30 Schrottteile für bekommen, weil ich finde, die Mission ist schon sehr schwer. Dann ist das einfach nur ein gnadenloser Scam. Dann ist das wirklich ein gnadenloser Scam. Aber Schrottteile sind auf jeden Fall da. Wir haben 9. Mal gucken. 40. Ich wollte schon sagen, also 40 ist auch angemessen dafür, Freunde. Das muss ich an der Stelle schon sagen. 40 ist voll okay. Können, glaube ich, jetzt auch eine andere Farbe drauflegen. Wir haben letztes Mal halt gesagt, so entweder grau oder grün. Ich habe mich halt für grün entschieden, nachdem ich auch Kommentare gelesen habe und so. Ich will jetzt aber sagen, wir machen Lila direkt fertig. Und natürlich werden wir das Tempo hier nochmal angehen. Und die Rückwärtsfahrt jetzt durchzippen. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall bis zumindest nach da unten jetzt kommen. Und dann können wir hier hoch. Also diese 3 Aufgaben müssen wir auf jeden Fall noch, glaube ich, durchzippen. Und was ist da? Okay. Ja, so ein bisschen was haben wir auf jeden Fall noch auf dem Zettel. Ich werde schon mal die Gleise umstellen. Der Zug läuft noch. Wir gehen mal direkt hier runter. Das steht auf jeden Fall gerade gut. Wir sind aber eigentlich schon fast auf Level 10, ne? Also Max-Zug. Wir kommen diesen Run richtig gut durch. Und er hat auch nochmal gut 35 so reingelassen durch diese Aufgabe. Das ist nett. Das ist echt nett, Leute. Dann können wir Tempo jetzt auf 10 maxen. Wir nehmen aber hier nochmal, glaube ich, das Ding auch mit. Perfekt. Dann können wir Tempo jetzt auf 10 maxen. Dann müssen wir eigentlich nur noch Waffe hochmachen. Aber das ist dann halt ein Selbstläufer. Also das ist dann ja easy going. So, dann fahren wir mal direkt los. Yalla! Schaden. Da brauchen wir jetzt noch gut 60, 70 Schrott für. Wir sind aber schon mit einem stabilen Pace unterwegs. Hier unten haben wir alles erledigt. Was ist das hier? Da müssen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen klettern, glaube ich. Das können wir eigentlich in Folge 4 dann erledigen, ne? Also mehr wird es jetzt zu diesem Projekt jetzt erstmal nicht geben. Und natürlich probieren wir noch andere Mods aus hier in Tutu Charles. Das ist ganz klar. Aber die Poppy Playtime Edition hat jetzt erstmal nur 4 Folgen. So, hier ist halt der Schrott auf... Boah, Junge. Auf Ehrenmann-Basis drin. Der hat richtig geschmeckt. Gut. Wir müssen auf jeden Fall noch Raketen besorgen. Ja. Was haben wir für die da oben zu erledigen? Ich glaube, der hat den zweiten Minenschlüssel. Genau. Die Mine müssen wir heute auch noch machen. Oha, die Mine. Ja, okay, die Mine werden wir heute definitiv nicht machen. Tutu Charles wird dann häufiger in diese Region gezogen, sagt man zumindest. Wenn man den Leuchtturm zum Laufen bringt, weil der sendet ja so ein Licht aus und dann sagt man, dass Tutu Charles davon angezogen wird. Einen richtigen Fact konnte ich dazu noch nicht aufstellen, aber ja, wer weiß. Wir können ja gleich mal gucken, ob
Tutu Charles dann kommt. Da hinten ist noch ein bisschen Schrott. Hier auch. Wir nehmen aber mal so viel mit, wie wir können. Ich glaube, wir brauchen das alles sowieso nicht mehr. Wir haben schon genug, aber ihr wisst ja, wie es ist. Geht immer noch besser. Ich werde jetzt erstmal das Ding hier reinhauen. Easy, Leute. First try. Ich habe den Questlog straight übersprungen. Wie cool ist das denn? Also, wenn ihr Quests direkt vorher macht, easy holen. Aber ich sehe noch keinen Zug. So, wie viel Schrott haben wir? 63. Das dürfte eigentlich reichen, um jetzt fast Max-Level zu gehen. Ich denke mal, wir werden da bestimmt einen mit 150, 200 Schrott in den Endfight starten. Boah, weiß ich nicht, ey. Ich hätte eigentlich schon Bock, dann mal gegen mehrere Chuchu-Charles auch zu spielen. Boah, das wäre auch mal eine Idee, ne? So einen zweiten oder so einen dritten einfach noch mit dazu holen und mal gucken, wie hart es schallert, ey. Einen zweiten oder dritten Chuchu-Charles, puh, das wäre echt sehr wild. Okay, wir gehen erstmal rein und machen den Damage hoch, genau. 8 brauchen wir noch. Ich gehe dann, glaube ich, erstmal hier rüber. Puh, wir machen erstmal die Waffe safe. Dann müssen wir uns ja sowieso auf den Weg machen zum nächsten Questgebiet. Das werden wir heute, glaube ich, auch noch schaffen. Und dann, ja, mal sehen, ob Mami gleich nochmal kommt. Ein bisschen tanzen, ein bisschen spielen. Bei uns ist auf jeden Fall nochmal schnell den Raketenwerfer. Okay, da hinten haben wir TNT. Und Schrott, ist klar. So, TNT planten. Das hat auf jeden Fall hingehauen. Boah, das Ding ist halt so wild, Leute. Müsstest du mal reinziehen. Digga, wenn du hier stehst, du kriegst immer noch Damage. Also, es ist einfach zu heftig. Also, die haben hier einen Explosionsradius, ist geisteskrank. Mit den wichtigen Gegenstand. Ein paar Schrottsachen noch dabei. Ich glaube, wir kriegen keinen Schrott von der roten Mission. Aber, ja, wir müssten eigentlich nur noch ein einziges Schrottteil finden. Dann hätten wir den Zug Max. Wenn wir schon mal im nächsten Gebiet auch sehr, sehr straight am Start. Also, Zug Max wäre natürlich Premium. Da! Perfekt. Und hier auch noch. Nice! Sehr geil. Raketenwerfer ist zu mir gekommen und ich habe jetzt den Zug auf Max. Und wir sind, also man, ihr müsst mal gucken, ne? Wir sind gerade mal hier. Wir haben noch nicht mal die zweite Mine und der Zug ist einfach schon maxed. Das ist schon big. Das ist schon big move. Okay, dann gucken wir mal, ob hier irgendwo jetzt noch die Mami rumschwirrt. Ich habe hier, glaube ich, nochmal ein geheimes Objekt irgendwie wahrgenommen, mitten auf dem Weg. Das gehen wir jetzt auf jeden Fall nochmal abchecken. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Okay, das ist einfach nur ein zerstörtes Gebäude. Nee. Uff. Was? Wo geht's denn da hin? Mami kommt. Leider sehr unpassend gerade für uns. Was zur Hölle ist das? Ist mal nichts Wichtiges. Ist auf jeden Fall eine Truhe. Vielleicht ist da irgendwie eine gewisse Farbe drin. Aber das ist tatsächlich ein Objekt, was ich auch noch nicht gesehen habe. Immer noch mal interessant, was man hier eigentlich für Geheimnisse findet. Okay, da war noch sehr viel Schrott drin. Erstmal soweit aber nichts. Ja, dass der sich aber auch immer wehtut, ne? Wo sind wir da? Crazy. Da sind wir einfach rausgekommen. Okay. Hier liegt noch mehr Schrott. Ich habe ihn auf der Map eigentlich gerade gesehen. Bin ich der Meinung. Oder auch nicht. Egal. Das war auf jeden Fall nochmal sehr interessant zu sehen. Dass wir da sogar noch ein Stück Geschichte entdeckt haben. Was wir so nicht kannten. Wir haben nochmal den Fight. Es geht los, Digga. Es geht los, Digga. Let's go! Digga, die Raketen gehen aber gut! Okay, das sieht schon ganz nett aus. Mama, komm mal her, Ma! Oh, Rakete! Oh, das hat auch nicht geklappt. Komm schon. Sehr gut. Rakete ins Gesicht.
Bam! Wir brauchen den Entgleiser nochmal! Schön, Digga, das Ding hat ja gleich schon Half-Life! Easy, Leute, easy und entspannen erstmal mit dem Zug. Nice! Sehr geil! Okay. Ist hier oben noch irgendwo was, was man mitnehmen kann? Wir haben Mami Long Legs auf jeden Fall gerade abgehängt. Sehr big. Hier ist jetzt soweit erstmal... Ja, da wäre jetzt noch was. Wir könnten eigentlich schon nochmal später auch hier so die Gegend checken. Das ist nämlich noch so ein Tempel. Kleines Lagerfeuer ist da. Da gehen wir als nächstes hin, würde ich sagen, oder? Einige wissen von euch, ich bin krank. Ich habe es auch schon in den letzten Folgen gesagt. Mein Hals tut absolut weh. Ich habe Nasenbluten, sein Uropa, gefühlt. Also wisst ihr, wie ich meine? Puste viel. Ja, ist alles nicht so nice. Aber okay, wir haben jetzt hier irgendwie noch jemanden, der das hier alles bewacht. Das ist ja ziemlich komisch. Es gibt zwei von diesen komischen Altaren hier. Okay, das ist natürlich richtig sick. So kann man halt gucken, wie der natürlich läuft. Und man hat hier so eine Art Truhe. Hat aber, glaube ich, nicht viel Zeit, diese Truhe zu öffnen. Hat man nicht. Wenn man sieht, wir müssen ihn eigentlich schon killen, ne? Also eigentlich schon. Wenn wir schnell sind und von hier aus an die Truhe geraten, könnte das was werden. Gucken wir mal. Rudi, lass es mal. Okay, wir locken ihn erstmal weg. Wir gehen mal, hier runter. Irgendwo da ist ja noch ein Gebäude. Vielleicht geht der mit und vielleicht könnten wir ihn das sogar einschließen. Das wäre natürlich richtig sick. Wir probieren es einfach mal. Machen die Tür auf, sorgen dafür, dass er reinkommt, dann machen wir die Tür zu. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Was ist jetzt hier? Oh, der hier ist ein Grab. Frank Fischer? Junge, was ist das denn? Okay, da kann ich nichts machen. Ich könnte mit diesem Job nicht glücklicher sein. Gerne lasse ich meine Spitzhacken schwingenden Tage hinter mir, um als Aufseher in der Nordmine zu arbeiten. Ich wohne sogar in einem wunderschönen kleinen Strandhaus mit ausgezeichneten Angelmöglichkeiten direkt am Steg. Frank Fischer. Anscheinend ist der Typ hier auch wieder auf Chill Down. Wir haben aber eine neue Farbe gefunden. Uff, Türkis. Das könnte natürlich nochmal nice werden. Also Frank Fischer war der Aufseher der Nordmine. Ich hoffe halt, dass der Typ jetzt nicht zu schnell zu seinem Spot wieder zurückläuft. Weil eigentlich bräuchten wir das halt so ein bisschen als Vorsprung. Sonst müssen wir ihn halt kalt machen, aber... Ich würde eigentlich gerne seine Schatztruhe klauen. Wir haben ein bisschen Vorsprung, Leute. Ja, war ein Witz. Vielleicht auch nicht. Digga, du nervst mit deiner Schrotflinte, verpiss dich! Och Leute, jetzt müssen wir den erstmal töten, Alter, oder was? Ach, also das ist schon... Ich würde jetzt natürlich schon gerne wissen, was in dieser Truhe ist. Ist da jetzt irgendwie Farbe drin? Oder ist das nur Schrott? Weil wenn es so Schrott ist, dann wäre es absolut nicht worth gewesen. Aber wir werden uns mal erstmal kurz in den Zug begeben. Ich glaube, ich muss den Typen mal kurz basten. Bro, verpiss dich, Alter! Mando! So. Was sagt die Türkis? Oh, Leute, Türkis sieht schon sehr wild aus, ne? Muss ich mal ganz klar sagen. Wir nehmen uns erstmal den dritten Schlüssel. Ich will eigentlich nicht nochmal zurücklaufen und jetzt die Truhe da halt machen. Aber wir müssen es machen, Leute. Muss ich jetzt aber gleich erstmal kurz zurück zur Brücke. Deswegen werden wir unseren Progress jetzt erstmal schnell weitermachen, indem wir dann von dem Typen hier schon mal den Schlüssel nehmen. Für den Tempel, wo wir dann halt gegen... Wahrscheinlich Boxy Boo später auch kämpfen, wenn er nicht vorher schon kommt. Okay, wir haben den Sprengstoff bekommen. Sollen wir die Brücke damit so ein bisschen einkleiden? Damit wir Boxy da später über den Jordan schicken. Schon ein geiler Plan, Leute. Ich liebe Sprengstoff über alles. So, einmal daran, einmal hier ran. Da noch eine Bombe platzieren und da noch eine. Okay. Gut, wir müssen jetzt zu dem Typen zurückkehren. So, Kollege. Wir haben den Schlüssel zum Tempel gekriegt. Das ist gut. Das heißt, wir können jetzt den Endfight schon mal machen. Jetzt brauchen wir nur noch die richtigen Waffen. Und eine, glaube ich, müssen wir auf jeden Fall noch kriegen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, der Tempel ist jetzt hier. Wir gehen jetzt einmal ganz kurz nach da oben. Da ist nämlich die Truhe. Und wir müssen auch noch in die Nordmine rein. Das machen wir jetzt auch als erstes nochmal schnell. Ah, das sieht gut aus.
Junge, nerv nicht! Okay, wir sind drin. Wir sollten jetzt einen guten Pace durch diese Mine hier kriegen. Weil es kann sein, dass der Typ uns einfach kontinuierlich verfolgt, ne? Okay, der hat mich auf jeden Fall schon gesehen, Freunde. Das heißt, wir müssen uns jetzt ein bisschen sputen. Wir haben das Ei mitgenommen. Das ist das Wichtigste. Jetzt machen wir uns einfach raus. Nix, hey! Ich hab das Ei! Runter damit! Runter damit! Uff! Das war schon knapp, muss man sagen. Ja, fast hat mich einer von denen erwischt, oder? Okay, wir sind zu Fuß eigentlich ganz nice unterwegs. Ja, ja, entspann dich mal. So, wir laufen jetzt weiter zu unserem anderen Spot. Jetzt haben wir zumindest schon mal das zweite Ei. Das heißt, wir kommen jetzt sehr gut voran. Oh, nee, ne? Das wäre jetzt richtig schlecht, wenn der mich bis nach Meppen verfolgt. Die nerven so doll, Leute. Oh, Digga, ich schieß dem Typen jetzt alles weg. Komm her, Mann. Lass mich rein, ich bin richtig aggressiv. Nee, du Stück Scheiße. Nee, du Stück Scheiße. Ich töte dich jetzt. Also so ein Drecksack. Wollt grad sagen. Der ist tot. Boah, Arsch, ey. Was nerven die so? Das sind die schlimmsten Charaktere in diesem Spiel. Die nerven so brutal. Gar kein Bock. Also, da hinten ist doch die verborgene Truhe. Dann müssen wir noch eine Waffe holen, eine Nebenquest machen und eine Mine. Dann sind wir schon am Start. Bin mal gespannt, was jetzt hier drin ist. Bitte nicht Schrott, ne? Schrott wäre Scam. Schrott wäre richtig Scam. Digga, 5 Schrott für das hier. Hashtag Scam in die Kommentare. Wer sagt, das ist Scam gewesen? Widerlich. Ach, das feiere ich ja gar nicht, Leute. Ja, man kann nicht immer gewinnen. Okay, das stimmt. Aber trotzdem, das war ja schon... zu erwarten war das jetzt nicht. Ich habe echt gedacht, weil es ein bisschen schwieriger ist, da geht auch ein bisschen was, ne? Guti, ich denke, dass wir hier, glaube ich, sehr gut jetzt schon am Start sind. Quest... Dann kriegen wir nämlich Bob. Das ist eigentlich das stärkste Gewehr hier. Und auch das zielsicherste. Da müssen wir auf jeden Fall noch hin. Wir müssen noch ins Banditenlager. Und vom Banditenlager können wir nochmal da runter. Dann haben wir gleich, glaube ich, schon alles fertig. Was geht hier ab? Hallo? Ist da wer? Boah, schwarze Farbdose. Auch big. Schwarzer Zug? In Schwarz sieht der so dumm aus, Leute. Nee. Also Türkis ist schon deutlich besser. Wir brauchen gleich auf jeden Fall die Fahrt nach links. Da müssen wir die Fahrt nach rechts bekommen. Jetzt fahren wir ins Banditenlager. Ich muss jetzt einmal, glaube ich, die richtigen Waffen dafür ausrüsten. Wir nehmen den Entgleiser mal. Ich glaube, von hier ist es am besten, jetzt dahin zu gehen. Wir werden jetzt erstmal die Aufgabe hier drüben machen. Crazy, dass Boxy Boo uns noch nicht verfolgt hat, ne? Aber ja, kommt noch. Boxy Boo wird auf jeden Fall der finale Bossfight. Okay, wir arbeiten uns hier einfach mal Stück für Stück durch. Ich glaube, wir kommen da schon schnell nach oben. Will das Ding eigentlich kämpfen, Mann? Vielleicht können wir das Teil von hier oben irgendwie sehen. Ich sehe jetzt hier noch kein Licht, aber prinzipiell... Oh, ja. Ich höre es, aber ich sehe es nicht, Leute. Da hinten muss es irgendwo sein. Wo ist denn das? Also hier so, relativ am Anfang eher. Zu wissen. Okay, wir haben die Gegenstände jetzt bekommen, die der Typ da noch braucht. Wie kommen wir jetzt darüber? Oh, scheiße. Man könnte halt probieren, von hier wirklich noch nach da oben zu, beziehungsweise da rüber zu springen. Ich weiß aber echt noch nicht, wie. Jawohl! Genau so hier rüber springen. Oh, das war auf jeden Fall Big Move, Leute. Die Tür kriegen wir leider nicht auf, aber ansonsten, okay, man hätte auch... Okay, man hätte auch hier irgendwie an der Außenseite hochgehen können. Na gut.
Das habe ich jetzt irgendwie nicht so gesehen. Aber ist egal. Wir geben dem Typen seinen Aal wieder. Wie viel haben wir? 64 Schrott. Okay, das hat jetzt irgendwie nicht so viel gebracht. Passt aber. Wir gehen jetzt, glaube ich, als nächstes zur Mine. Und dann werden wir uns das Banditenlager vornehmen. Mine ist erstmal wichtiger auch. Da sind wir, Leute. Bei der nächsten Mine. Und wir sneaken uns hier ganz vorsichtig ran. Sieht so aus, als kommen wir hier unbemerkt erstmal rein. Das ist die schwerste Mine, finde ich. Ist auch irgendwie so ein bisschen am längsten, weil man hier durch einen anderen Ausgang gehen muss. Das ist in der Tat nicht ganz so leicht. Wir gucken mal, wie es von hier aussieht. Ich sneak mich jetzt einfach erstmal durch. Der Schrott ist ja nicht so wichtig. Wir haben genug. Okay. Hier sind wir durch. Gucken wir mal weiter. Outmoved. Okay, wir wurden entdeckt. Jetzt müssen wir uns doch ein bisschen beeilen. Aber ist alles halb so wild, denn hier ist schon... Oh Gott. Hier ist schon alles cool. Chuchu Charles ist über uns, ne? So langsam sucht er uns richtig. Man merkt es. Der will kämpfen. Boxy Boo will fetzen. Da hinten ist das rote Ei. Wir haben es. Wir nehmen uns vielleicht noch die Kiste hier mit. Und eins, zwei. Und jetzt muss es schnell gehen. Ach nö, Leute. Direkt vom Ende, ne? Eine rote Farbdose. Boah, wir können unseren Zug rot machen. Der Höllenzug, Leute. Geil. Das ist auch sehr, sehr bequem. Moin. Ey, Bro. Übertreib nicht. Digga, wie die schon wieder... Die übertreiben es schon wieder. Kompletter Rino, ne? Die übertreiben es kompletter Rino. Wo ist mein Zug? Oh, oh. Charles kommt. Boxy Boo. Boxy Boo kommt! Oh mein Gott! Scheiße, Mann! Okay, Mann, lass uns das Teil eliminieren, Alter. Bist du mir einfach im Plusfight oder was? Uff. Oh, Freunde. Wir haben ihn gleich. Komm schon. Und rein da. Erledigt, Alter. Verpiss dich. Wir müssen erstmal mit dem Zug wieder ein Stückchen zurückfahren. Und vor allem muss ich erstmal den Zug auch wieder reparieren. So, das sieht ganz gut aus. Können wir mal ganz kurz darüber reden? Oh, yo, Digga, der rote Zug, Leute. Der sieht wild aus. Also ich muss sagen, mit Abstand sieht der rote Zug von allen Farben am besten aus. Das ist schon die beste Farbe. Uff, gut, dass wir den so spät erst bekommen haben. Warum zur Hölle fahre ich jetzt so? Ich bin hier oben, glaube ich, lang gefahren und fahre jetzt dann praktisch so runter. Warum? Warum ist das so? Wir haben jetzt quasi eine längere Fahrt vor uns, aber ich könnte hier rüber gehen. Okay, dann werden wir den Endfight jetzt nur mit drei Waffen machen. Da müssen wir dann durch. Okay, Boxy Boo, mein Bester. Es wird Zeit, dass wir dich eliminieren. Ab zum Tempel. Ich bin sowas von ready.
Aber es sollten wir eigentlich schaffen. So, dann wären wir doch schon vor Ort. Ich werde hier auf jeden Fall noch ein paar Bomben reinjallern. Einer weg. Leute, ich bin der MLG-Gott mit den Raketen, ne? Ich bin so strong unterwegs. Ich kann es einfach zu gut mittlerweile abschätzen, wie hoch ich die Raketen ungefähr halten muss, ne? Einer dead. Okay, dann wollen wir mal. Also, ich werde, glaube ich, den Flammenwerfer direkt aufbauen. Wir gehen hoch, aktivieren instant alles. Oh, es geht schon los, ne? Es geht schon los. Okay, der will mich auf jeden Fall jetzt hunten, aber nix da, Brudi. Nix da. Ich gehe einfach straight nach oben, Leute. Bossfight gegen Boxy Boo. Startet genau jetzt. Es geht los, Freunde. Let it go. Flammenwerfer rein. Wir machen das Ding jetzt erstmal ganz entspannt. Shot. Shot. Und Shot. So, wir werden das Ding jetzt erstmal nochmal ein bisschen auf Chillo machen. Und jetzt geht es, jetzt kriegt es Teil. Ja, guck dir das an. Kann Zuzu-Chals überhaupt irgendwas machen? Derzeit nicht. Also mit Tempo 10? Easy, Leute. Uff. Einmal auf Flammenwerfer swappen. Er wird gleich kommen. Wo ist er? Da ist er. Okay, ein Drittel haben wir ihm auf jeden Fall schon gezogen. Nix da, Junge. Nix da. Du bleibst schön da hinten. Schön weiter hinten, schön weiter hinten. Hälfte ist auf jeden Fall schon rum. Und jetzt, Boxy Boo rastet immer mehr aus, ne? Okay, okay, okay! Flammenwerfer nochmal rein. Jo, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Und rein da, in dein verdammtes Gesicht, du viergier Quartedel. Boah. Okay, warte mal, warte mal. Junge, ist der schnell geworden, ne? Digga, Usain Bolt auf einmal, Leute. Jetzt rastet er komplett aus, ne? Ich glaube, jetzt kommt er zu seiner ultimativen Form. Ja, jetzt ist Feierabend. Okay, er wird immer schneller, so wie es aussieht. Puh! Der wird auch immer tankiger, Digga, so wie es ausschaut. Okay, willst du noch ein paar Raketen in deinen Arsch bekommen oder was? Leute, jetzt! Uff. Oh, Boxy Boo! Alter Schwede! Freunde, zu wild. Boxy Boo fällt nach unten, ne? Oder? Was ist da denn gerade passiert? Lockeres Ding, Alter, easy win! Ja, Leute, das war's mit einem ultra langen XXL-Video. Danke, dass ihr bis hierhin geschaut habt und ein dickes Küsschen an euch. Ich versuche mich jetzt weiterhin auszukurieren. Über ein Like freue ich mich natürlich und über ein Abo, was kostenlos ist, natürlich auch. Kuss geht raus, Freunde. Frohe Weihnachten. Deno out.